Es geht auf nach Gaspar. Willkommen zurück zu Ratchet & Clank. Ich hoffe, ich klinge nicht allzu anders. Ich habe jetzt nämlich mal meine Filter ein bisschen anders eingestellt. Also ganz konkret die Rauschentfernung hier in OBS. Habe Attack jetzt mal auf 1 Millisekunde gestellt. Vorher stand es, glaube ich, auf 6 oder so. Weil er manchmal bei mir das S am Anfang verschluckt. Und vielleicht klingt es jetzt besser. Ich hoffe, dadurch klingt das aber insgesamt nicht schlimmer. Wobei, es ist eigentlich gar nicht die Rauschentfernung. Es ist der Kompressor, glaube ich, ne? Ich habe gerade Quatsch gelabert. Genau, es geht um den Kompressor. Also vielleicht klinge ich jetzt ein bisschen wilder. Sagt man dann dynamischer? Ist das, keine Ahnung. Ich kenne mich mit Sound nicht so gut aus, aber ja. Jetzt geht's zum Blagdepot, let's go. Ich hoffe, es klingt jetzt nicht schlechter. Im besten Fall klingt es besser. Weil man jetzt besser Konsonanten am Anfang hört. Weil Attack müsste, wenn ich mich so aus Erzählungen von Rick so ein bisschen richtig erinnere, der Wert sein, wann quasi irgendwas greift. Also attackiert, ganz am Anfang. Und weil am Anfang ja manchmal was fehlt, denke ich mal, ist es besser, den Wert zu korrigieren in die Richtung nach links. Das ist früher attackiert. Naja, mal gucken. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf die beiden Planeten hier, weil boah, kann mich noch ganz gut, glaube ich, daran erinnern. Zumindest sind die mir, bevor ich mir überhaupt konkretere Gedanken über das Spiel gemacht habe, noch sehr gut im Kopf geblieben. Insofern, ja, denke ich mal, ist das schon eine, ja, erinnerungswürdige Station hier. Ein erinnerungswürdiger Planet. Ob das jetzt unbedingt positiv sein muss, mal gucken. Aber ich meine, ich fand das eigentlich ganz cool. Ich mag auf jeden Fall das Setting. So, und hier haben wir jetzt so eine tolle Orbitalkanone, wo wir selber mal rumballern können. Da können wir hier erstmal einen Durchgang freisprengen. Können wir hier auch noch was anderes? Können wir die Dinger da treffen? Ich warte nochmal, da kommt gleich bestimmt nochmal eins oder das kommt wieder oder so. Vielleicht auch nicht. Ich glaube, es geht nicht. Oh, wobei, hallo. Ja, aber es wird nicht gehen. Aber diese Dinger hier können wir doch schon durchaus noch zerstören. So. Okay. Haben wir auf der Seite noch was? Da ist eine Lücke, wo wir durch könnten. Theoretisch irgendwie, wenn wir durch Lava kämen. Ja, ich denke, das wäre es an sich erstmal. Die Typen können natürlich trotzdem auch noch platt machen. Spart uns ein bisschen Munition. Und hier links müsste es aber weitergehen, deswegen gehe ich erstmal nach rechts. Nicht wirklich. Ich glaube, hier links ist eher ein Rückweg, also gehe ich doch lieber hier lang. Außer ich entdecke gleich Konträres. Ja, es ist gerade mal, glaube ich, eine halbe Stunde her, dass ich die letzte Aufnahme beendet habe. Okay, vielleicht eine Stunde, aber ich habe einfach wieder so Bock. Es ist heute der 1. Mai und ich habe einfach nur Lust weiterzuspielen. Naja, genau. Da kommen wir dann später wieder raus. Das heißt, das ist definitiv ein Rückweg. Das war sowas von unnötig. Meine Güte. Wenn mir der Energiepunkt nicht bald fehlt. Ich hoffe, das wird er nicht, aber kann sehr gut sein. Weil Energie doch ziemlich wichtig ist. Und rar. Na, klasse. Und jetzt ist doch wieder eine Fernkampfwaffe nötig. Oder zumindest sinnvoll. Ach Gott, ist das schlecht. Ja, ich kann eigentlich, ja, jetzt sowieso schon einpacken. Es war eine Katastrophe. Habe ich hier überhaupt was Neues übrigens? Gar nicht geguckt bisher. Tatsächlich. Ich habe heute ein paar tolle Sonderangebote. Der Hieb. Für den wir definitiv noch nicht genug Geld haben. Also sammeln wir nochmal die Kisten hier ein. Blaster-Munition ist auch immer super. Ich muss gerade mich ein bisschen da orientieren. Wo es überhaupt lang ging. So, den ganzen Quatsch skippen wir jetzt mal so gut wir das können. Ach so, ja. Apropos gut können. Das ist gar nicht mal so ohne weiteres möglich hier. Ja, super. Aber hier ist doch bestimmt wieder die Energiekiste da, ne? Sehr schön. Das freut mich. Und warum habe ich jetzt die Bombenhandschuhe ausgerüstet gehabt? Das verstehe ich nicht so ganz, aber naja. Wir sind voller Energie gerade, das ist gut. Ja, das war schlecht.
muss doch wieder ein bisschen besonnener agieren hier. Komm, triff ihn. Triff ihn. Na. Da sollte ich schon einen Longjump machen. Es ist okay. Mache ich beim nächsten Mal. Ich lande hier bestimmt nochmal. Also ganz am Anfang. Sag mal, kann doch nicht wahr sein hier. Also irgendwie komme ich gerade überhaupt nicht klar. Ich weiß nicht, woran es liegt. Woran hattet ihr Leben? Okay, die brauchen dann einfach nur ein paar Schüsse. Aber ein paar viele. So viel Blaster-Munition habe ich doch gar nicht. Warte mal, das machen wir auch wieder aus der Entfernung. Naja, im Zweifel sammeln wir genug Geld, um uns die neue Waffe dazu kaufen. Die bringt dann vielleicht was gegen die, keine Ahnung. Nein! Oh Gott, das war so dumm, ne? Meine Güte. An der einen Stelle, wo ich das dann eigentlich sogar eher nicht nutzen sollte, nutze ich es dann natürlich wieder. Sehr genial. Noch was? Musik erinnert mich auch ein bisschen an Tekken irgendwie. So, okay. Aber ich finde, es gibt immer ziemlich viele befriedigende, also es gibt viele Bowls, die dann immer sehr befriedigend eingesammelt werden können. Also es ist immer eine ganze Menge. Das freut mich immer. Ihr erfreut mich nicht, hingegen. Oh, oh, Energie, Energie, bitte erstmal Energie, bitte erstmal Energie, erstmal Energie, erstmal Energie, hallo. Mann, du Affe, mach doch einfach diese Dreckskiste kaputt. Wie dumm bist du eigentlich, meine Güte. Es reicht mir wieder, ich nehme jetzt wieder den Pyrozitor und dann klappt das hoffentlich hier. So, hier komm. Mach mir jetzt doch mal ein bisschen Platz hier. So. Euch werde ich auch mit dem Ding erledigen. Hallo? Warum ist denn jetzt der... Warum ist jetzt der Schwunghaken ausgerüstet? Ich habe doch nichts anderes gemacht. Hä? Und warum hatte ich eigentlich nur zwei... Ich verstehe gerade gar nichts. Warum hatte ich denn nur zwei Energiepunkte? Was hat mich getroffen? Hä? Ja, ich verstehe hier gerade nicht so viel. Aber okay, jetzt bin ich einfach wieder selber schuld hier, wenn ich jetzt hier ordentlich Energie verliere, weil ich halt auch einfach richtig careless gerade bin. Ich gar keinen Bock mehr auf diesen ganzen Shit hat, den immer wieder machen zu müssen und so. Und das ist halt so in dem Spiel. Man muss sich eigentlich halt schon immer die Zeit nehmen. Und auch oder besonders, wenn man Sachen öfter machen muss. Weil man dann eben doch sehr schnell dazu neigt, ungeduldig zu werden. Das kann man sich aber meistens nicht erlauben. Weil man halt trotzdem auch nur 4 Energieteile hat. Auch wenn das schon gar nicht mal so wenig ist. Ich meine, wenn man so mal so an Crash denkt. Aber es ist halt auch eine ganz andere Spielform. Wenn man rechtzeitig springt, kann man den irgendwie ausweichen, aber es ist trotzdem ziemlich gefährlich. Jetzt müsste ich aber gerade 2 Energiepunkte immerhin haben. Das ist doch schön. An dem Ding in der Mitte können wir offenbar nichts großartig machen jetzt. Okay, da sind einfach irgendwelche Typis dazwischen. Hier könnte eigentlich der Todeshand schon mal ganz hilfreich sein, glaube ich. Wenn die kleinen Krabbler dann auch wirklich mal dahin gehen, wo sie hin sollen. Und das scheinen sie zu tun. Ja, lauft einfach mal ein bisschen. Ich muss mich ja jetzt hier nicht unnötig in Gefahr begeben. Verwüster, okay. Hier sind auch teilweise noch welche von meinen kleinen Kollegen. Wir können doch gerne noch ein Stück weiter gehen. Kann man die hier eigentlich irgendwie? Nee, kann man nicht. Ja, und die gehen jetzt auch gerade ein bisschen weiter. Zumindest der eine, der dann noch lebt. Hat aber irgendwie nicht viel gebracht. Und ich habe die falschen Tasten gerückt. Und jetzt leckt es gerade ein bisschen. Jetzt kommt das Spiel nicht mehr ganz klar. Aber hierfür ist es eigentlich wieder perfekt. Wir sehen schön diese ganzen nervigen Gegner an. Weil es einfach viel zu viele sind.
Ah, stimmt, im zweiten Teil gab es ja diese Kampfarenen, ne? Die fand ich auch immer furchtbar. Die gibt es hier, glaube ich, nicht. Wüsste ich zumindest nicht mehr. Hier können wir gleich wieder was kaputt machen an Kisten. Hier haben wir eine Karte. Schön. Jetzt haben wir erstmal die einzelnen Bolts ein. So, und die restlichen kleinen Kollegen, die brauche ich jetzt erstmal nicht. Vielleicht können die aber was kaputt machen, was dahinter ist, an Gegnern. Aber kommen die überhaupt? Ja, doch, die kommen über die Stufe offenbar. Aber ich müsste mich ein bisschen beeilen. Ich weiß ja nicht, ob die wirklich nach einer Zeit irgendwie despawnen, explodieren oder was weiß ich. Aber noch sind sie ja da. Wir müssen aber nur erstmal auf die Gegner hier fixiert werden. Damit das hier losgeht. Und ich bekomme sogar Todeshandschuh-Munition. Das ist doch schön. So, hier, Kollegen. Hier ist noch jemand. Diese Drohnendinger sind auch noch da, diese Viecher. Diese Miststücke. Ja, scheiße. Ja. Gut. Hier. Nehmen wir nochmal einen Todeshandschuh hier. Ich wollte gerade sagen, ist da ein Goldbolt? Nee, aber das ist ein Item, was ich mitnehmen kann. Ist hier irgend so eine Brille? Hier noch Gefahr. Ich nehme nochmal den Blaster raus für den Fall. Ich weiß noch nicht, warum ich gerade den Blaster benutzt habe, um hier die Sachen kaputt zu schießen. Nun gut. Machen wir noch die kaputt und dann gibt es das nächste Gerät. Ein Helm. Ja, das ist cool. Du hast einen von dem Blatt hergestellten Pilotenhelm erhalten. Damit kannst du mittels Neuroübertragung Düsenjäger fliegen. Alles klar. Ist schon so eine kleine popkulturelle Krankheit, dass man bei Düsenjäger zumindest meistens als erstes an das eine Lied denken muss. Ja. Soll ich da jetzt zurück oder kann ich hier bei dieser Landebahn oder Startbahn, Startrampe irgendwas machen? Ich meine, hier ist ja so ein Raumschiff. Ich weiß es nicht. Ich werde auf jeden Fall mal drauf gehen. Ich bin ja schon öfter drauf gegangen hier in der Welt. Ja, das ist der Rückweg. Ja, ja, okay. Dann haben wir den aber schon mal aktiviert. Okay, ja, damit weiß ich jetzt gerade halt, wie gesagt, echt nicht so wirklich was anzufangen. Ich würde gerne nochmal da hoch und mir das nochmal anschauen. Ich weiß halt nicht, ob ich das irgendwie selber aktivieren kann oder ob ich das halt an bestimmten Stellen dann wieder nur aktivieren kann, höchstwahrscheinlich. Das Ding ist halt ziemlich sass. Naja. Gut. Okay. Ich lese mir, glaube ich, mal die Beschreibung durch. Ja, das machen wir. Das ist jetzt ein Gerät oder ein Gegenstand? Ja, Gegenstände sind eher so Sachen, die man irgendwo trägt. So, also, jetzt keine hier so... Eigentlich keine Kleidung oder so Accessoires, sondern halt eher so Gegenstände für die Tasche, sag ich mal. Tja. Ich könnte mir die Hilfe anschauen, aber ich denke, wenn ich damit was anfangen kann, also an Stellen, wo ich damit was anfangen kann, wird mir das irgendwie kommuniziert. Ja, jetzt mal meine Hoffnung. Gut, gehen wir einfach erstmal zum Anfang zurück. Wir haben ja jetzt halt sowieso noch den Planeten Orxon, ne? Den können wir ja problemlos ansteuern sonst. Wenn ich damit jetzt hier spontan erstmal nichts erblicke. Also dann nur diese Kanonen, ne? Hier am Anfang was gewesen. Ja, ist halt ja mein Schiff, klar. Oh, habe ich mittlerweile eigentlich 7000 zusammen? Ja. Ich habe heute ein paar tolle Sonderangebote. Das sind aber 7,5, die man braucht. Ich hätte dann noch 1000 Reserve. Für die Infobots brauchen wir meistens 2 und um da in den Goldbolt da oben zu kommen, muss man so eine Rundtour machen. Das weiß ich noch. Ja, komm, dann würde ich sagen, haben wir die erste Hälfte des Parts jetzt tatsächlich dann mit dem Planeten verbracht und die zweite verbringen wir jetzt dann mal in Orxon. In der Hoffnung, dass ich jetzt hier nichts übersehen habe. Ich meine, man kann mal gucken.
alle Missionen abgeschlossen. Erstmal den Piloten haben wir gefunden, genau. Hier brauchen wir die Grindschuhe. Na, nicht die Grindschuhe, sondern die Anti-Schwerkraft-Dinger da. Weiß nicht, wie genau die hier genannt haben. Aber ansonsten haben wir hier auch eigentlich auf jedem Planeten bisher alles an Missionen erledigt, ne? Ja. Definitiv. Wir fehlen natürlich noch hier und da Goldboats, das ist klar. Die man aber teilweise noch gar nicht bekommen kann, glaube ich. Muss man auch nochmal sagen. Okay. Dann schauen wir uns jetzt diesen tollen, giftigen Planeten an. Wo eine Menge Gegner, eine Menge auf einer Menge kleiner Plattformen sein werden. Die waren irgendwie sehr verstreut. Und hier gibt es auf jeden Fall was mit Clank. Und es gibt auf jeden Fall so eine Postgame-Sache. Oh. Organische Lebensformen benötigen O2-Masken. Naja, okay. Und deswegen können wir erstmal sogar nur mit Clank starten. Das war schon der Trick hier dran. Ja, das ist sehr cool. Das heißt, ich hoffe jetzt mal, dass ich entweder einen Infobot finde. Mit Clank. Oder hier schon so eine O2-Maske. Eine Sauerstoffmaske, kann man einfach sagen. Komme ich darüber? Ich glaube, das ist was für Ratchet. Ich glaube, da muss ich mich jetzt nicht abmühen. Weil wir kommen hier ziemlich sicher mit Ratchet dann hin. Es ist ja der Startpunkt. Würde mich wundern, wenn nicht. Insofern schauen wir uns mal um. Ich hoffe, wir können ja überhaupt was mit Clank machen gerade. Ich denke aber schon. Ja, ich habe das Gefühl, ich weiß, welcher Clank-Bereich das hier ist. Also wie das aussehen wird. Habe ich so vor dem Auge noch. Cool, cool. Oh, und da sind Krabben. Fette Krabben. Ja. Ich kann eigentlich schon direkt neu starten. Ich war mal wieder ein bisschen zu wagemutig und dachte so, ach ja komm. Aber nee. Warum sollte ich? Einfach warten, bis ich Kollegen habe und fertig. Okay, das ist ein Beamer nach oben. Schön. Hallo Kollege. Roboter können nicht klettern, aber mit dem Betretenbefehl schickst du sie in die Roboterports. Achso, ich muss da betreten dann dafür, okay. Wie mache ich das denn noch? Mit Dreiecke, hat gerade noch nicht funktioniert. Betreten bitte. Wie wär's denn mal mit dem, vor dem ich stehe? Du Pisser. Na gut, dann halt nach oben, ist auch okay. Da gibt's ja auch noch einen Weg. Vielleicht ist der dann sogar optional. Mal gucken, mal gucken. Ja, ich habe halt in die Richtung geschaut, vielleicht deswegen. Keine Ahnung. Einen anderen Grund gibt's da für mich nicht. So, Kollege, du bist schon oben. So, und jetzt folgt mir bitte. Und ihr erledigt jetzt mal bitte diese Krabbe da für mich, ne? Das fände ich super. Angriff. Mir scheißegal, ob ihr drauf geht. Dankeschön. Ich wollte gerade sagen, ist da noch so ein Teil? Nein, ist es nicht. Hier brauchen wir aber drei. Ist da oben noch eins? Kommen wir da überhaupt hin? Ja doch, denk schon. Der Roboter kommt aber jetzt dann nicht damit, ne? So, okay. Geht da davon aus, der schaltet jetzt einfach um in den Warten-Modus. Ich würde gern sehen, wo ich hier... Das ist eine merkwürdige Stelle. Vielleicht auch das wieder was für Ratchet? Keine Ahnung. Mit dem Betreten-Befehl lässt du die Getch-Roboter die Robotervorrichtung aktivieren. Die Vorrichtung wird aktiviert, wenn genug... Naja, ich wollte eigentlich auch nur... Ich wollte gar nicht abbrechen, sondern ich wollte eigentlich nur, dass... die Fähigkeit hier benutzen. Ja, dann mach doch mal Betreten. Aber der spawnt ja jetzt an der Stelle nicht nochmal, ne? Ich wollte gerade einen Longjump machen, oh Mann. Geht leider nicht. Also könnte man das ja ganz einfach cheesen. Das heißt, der fehlt mir jetzt halt im Kampf hier. Das ist halt die Schattenseite davon. So, komm mal bitte her. Na gut, nee, das war jetzt nicht so clever. Mach erstmal Folgen. Und dann geh jetzt wirklich mal bitte in das Portal, wo ich dich eigentlich drin haben wollte. Hallo, bist du dumm? Hallo, Folgen! Bist du dumm? Du sollst in dieses Portal hier reingehen. Okay, der ist dumm. Er ist dumm wie Brot. Nee, ich bin dumm wie Brot. Denn eigentlich sollen wir hier einfach nur runterspringen. Ja, das war auch dumm wie Brot. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nee, wir sollen da einfach nur runter und das ist dann der Rückweg. Und die Portale funktionieren halt nur One-Way.
Na gut. Ja, das Viech kann mich mal. Ja, das ergibt irgendwie alles Sinn. Klar. Klar tut es das. Den holen wir natürlich auch schon mal. So. Ich stelle euch schon mal auf Angriff, ja. Damit ihr gleich hier direkt attackieren tut, bitte. Und ihr macht einfach gar nichts. Nutzlose Viecher. Na gut. Kriegen wir auch alleine hin. So, du kommst jetzt aber schon mal bitte mit. Ah ja, die kommen auch einfach gar nicht darunter, okay. So, betreten bitte. Und nochmal bitte betreten, und zwar ihr alle. Denn hier gibt es ja auch gar nichts weiter. Sag mal, ich habe doch betreten gesagt, wieso folgt ihr mir jetzt wieder? Also irgendwie, manchmal sind die nicht so die hellsten. So, jetzt bitte erstmal Angriff. Oh shit, dann darf ich aber bestimmt wieder einen respawnen. Na, zwei so, ach komm. Ja, das war natürlich sehr clever. Ja, bleib mal bitte da. Ah, scheiße. Nervig. Immerhin der von unten scheint überlebt zu haben. Das heißt, ich habe nicht den allzu weitesten Weg. So. Vielleicht ist das auch normal, dass das Spiel mir möglichst wenig Arbeit machen will, aber das sieht sich eigentlich kategorisch aus. Ich wette, das war einfach nur Glückssache. So, dann kommt mal bitte mit. Ich habe doch auf Folgen geklickt und ich habe jetzt extra nochmal geguckt, selbst wenn man nochmal auf Folgen klickt danach. Mit dem Betretenbefehl folgen die weiterhin. Also ich verstehe das nicht so ganz, warum die jetzt da gerade zum Beispiel warten wollten. Obwohl ich auf Folgen gedrückt habe. Naja, gut. Könnte ich die jetzt nochmal holen? Nee, die sind jetzt ja weg, ne? Logischerweise. Okay. Spielt jetzt keine Rolle, ob die jetzt, ob das Tor jetzt dadurch deaktiviert wurde oder nicht. Sobald die da einmal drin sind, respawnen die an ihren ursprünglichen Plätzen nicht mehr. Kommt das Viech eigentlich auf mich zu? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall wird es jetzt wieder von meinen beiden Kollegen angegriffen und zerstört. Ist hier denn was Spannendes? Irgendwie nicht. Hat sich jetzt irgendwie nicht so richtig gelohnt. Angriff, ihr beiden. Das zerstören wir mal. Ich habe, glaube ich, gerade noch keine Energie verloren auch, oder? Scheinbar nicht. Da oben brauchen wir 6 Stück, die wir jetzt hier zusammen sammeln müssen. Na gut. Ich werde mal versuchen, den größten Teil hier einfach selbst zu erledigen. Wenn es halt diese großen Roboter... Ach, Moment. Diese großen Skorpionen-Spinnenviecher sind, dann werde ich die einfach mal vorschicken. Aber ansonsten werde ich das selbst machen. Hier ist noch einer. Haben wir da hinten in der Nische noch was? Ja, da haben wir auch noch einen. Und dann da drüben. Es sind ja hier sogar 7. Warum das? Oder habe ich mich verzählt? Ich habe mich, glaube ich, verzählt. Ich glaube, ich habe erst 2 da. Ja, ich habe erst 2 da reingegeben. Ich bin doof. Ich weiß nicht, warum ich gerade schon 3 im Kopf hatte. So, dann betrete das Ganze bitte mal. Ich nehme mal die Abkürzung. Zwar keine Abkürzung, aber was soll's. Wie weit sind wir hier eigentlich? Okay, wir haben ungefähr so die Hälfte, würde ich sagen, von dem Weg. Also vielleicht können wir den ganzen Clank-Bereich heute tatsächlich problemlos noch in den Part erledigen. Das wäre super. Ihr wartet bitte mal. Ich habe eigentlich auf Warten geklickt, aber gut. Ändert jetzt an der Stelle, glaube ich, nichts. Das war so dumm. Manchmal funktioniert das aber auch alles ein bisschen anders. Naja, so, folgt mir mal bitte. Kriegt ihr das hin um die Kurve? Ja, sehr schön. Ja, ihr könnt ruhig weiter folgen. Habe ich erstmal nichts gegen. Da oben kommen wir von der anderen Seite wahrscheinlich irgendwie weiter oder so.
Ach so, ist das... Ja, das ist irgendwie ein bisschen sinnlos, dass ich durchkomme, aber die da nicht mehr. Alles für die Mechanik hier, die mir hier zeigen wollen, okay. Oder für den... Für das Rätsel, wie auch immer. Aber wir haben ganz gut Bowls. Gut, wir brauchen theoretisch jetzt erstmal noch diese 7500 auch. Ihr wartet hier bitte mal. Ich würde den nämlich gerne erstmal selber platt machen. Ich will jetzt halt ungern irgendwo richtig unnötig verlieren, ne? Und jetzt betretet ihr das da bitte mal. Die haben es irgendwie nicht so richtig mitbekommen. Hallo. Ja, die sind irgendwie alle ein bisschen... Hallo, komm, folg mir mal bitte. Die sind dumm wie Scheiße. So. Da haben wir die vier schon mal. Was ist denn hier los? Da sehen wir ein Bild von dem Planeten, wo wir gerade waren. Ein Gaspar. Ich weiß nicht, ich finde halt irgendwie, also Orkson passt zwar vom Namen her, aber ich finde Gaspar passt halt eher hierhin, so Gasplanet-mäßig. Naja. Gut, was mache ich jetzt mit euch? Da oben geht's weiter, ja gut. Da muss ich wahrscheinlich erstmal selber lang. Ihr wartet bitte alle mal. Und dort ist hoffentlich noch einer irgendwo. Ja, da ist er. Dann sprengen wir den ganzen Quatsch hier mal. Und holen sie zu uns. Folgen. Ich hätte wahrscheinlich auch direkt betreten sagen können, aber sicher ist sicher. Ich habe jetzt nicht genau geguckt, wo die hinkommen. Ich hoffe, da ist keine Gefahr, aber das ist ja nur da oben. Ich denke nicht, dass da Gefahr ist. Nö, passt. Betreten. Oh, was haben wir denn hier noch? Das sind einfach nur Kisten. Ist da irgendwas hinter, wo ich jetzt drauf schließen könnte, dass da noch was Geheimes ist? Da komme ich theoretisch gleich hin, glaube ich. Okay, gehen wir erstmal weiter. Ja, nee, das ist irgendwie einfach nur ein leerer Raum. Da scheint aber was Geheimes zu sein. Wie ich dahin komme, weiß ich nicht. Und da haben wir tatsächlich die Anti-Gravity-Stiefel. Das heißt, wir können dann zwar hier noch nicht als Ratchet weiter, aber wir können mit den Anti-Gravity-Stiefeln in die Festung und kriegen da wahrscheinlich unsere Sauerstoffmaske. Wie kommen wir denn da vielleicht hin? Was wäre dafür denn nötig? Ich meine, der Raum hier ist halt nutzlos, ne? Sinnlos. Also ich glaube nicht, dass ich das jetzt auch machen kann. Nur mit Clank, aber... Na gut, gehen wir weiter. Holen wir uns unser Item und schließen wir fürs Erste unseren Besuch wahrscheinlich hier auf Orkson ab. Stimmt, Magnetstiefel waren das, ja. Diese Magnetstiefel sind zum Begehen spezieller Metallflächen gedacht. Deine Füße sind aber wohl zu klein, um sie zu aktivieren. Das stimmt. Können wir noch was erreichen hier? Da kommen wir... Oh nein, zurück, das wollte ich noch gar nicht. Wobei ich das gleich sehr wohl in Anspruch nehmen werde, weil hier oben nichts mehr sein wird, was ich gerade machen kann wahrscheinlich. Oder was jetzt Sinn macht. Na wobei doch, wir haben hier noch einen Roboter. Also Clank-Bereich technisch geht es hier noch weiter. Da oben ist ein Infobot. Und da oben ist ein Goldbolt. Ja, an den erinnere ich mich. Also es gibt hier noch einen Außenbereich, den wir offenbar auch mit Clank machen sollen. Naja, haben wir jetzt zwei Möglichkeiten, ob wir dann hier erstmal weitermachen. Oder eben zurückreisen. Ich werde weitermachen. Und das aber dann erst im nächsten Part. Und dann wird es wahrscheinlich hier die eine Route noch geben. Diesen ganzen Außenbereich, da brauchen wir halt erstmal die Sauerstoffmaske und das wird noch ein bisschen dauern. An den erinnere ich mich hauptsächlich, an diesen ganzen anderen Bereich, den
Ratchet-Bereich, sage ich mal. Wobei es ja eigentlich der Ratchet und Clank-Bereich dann ist. Man spielt ja nicht nur Ratchet dann alleine. Und wenn wir die Route hier aber abgeschlossen haben und wahrscheinlich dann zu diesem Infobot kommen, ne, dann wird es wahrscheinlich erstmal zurückgehen. Nach, ich habe schon vergessen, Batalia war es, glaube ich, ne, wo wir dann die Festung stürmen können. Und theoretisch können wir jetzt auch dann in Aridia weiter und uns da noch eine Sache angucken. Also das können wir auf jeden Fall machen. Seid dabei. Bis dahin. Ciao.